Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Ja, wir haben jetzt gerade frisch die Mission, den Angriff auf die Advent-Einrichtung, Geheimeinrichtung beendet. Und jetzt wollte ich mich ein bisschen mit meiner Basis beschäftigen. Und ich kriege gerade eine SMS oder sowas, egal. Waffenkammer, ich will mal gerade was gucken. Guerilla-Taktik-Schule, ja, das ist mir klar. Kann man die irgendwie. Neue Veteranen-Anpassungsmöglichkeit verfügbar. Commander, für die unsere kürzlich beförderten Veteranen sind zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten verfügbar. Persönliche Kampfsimulation. Ja, können wir gerade irgendwie nicht. Waffenverbesserung. Mehrlader. Sofortkillchance plus 5%. So. Bei welchem bräuchten wir Spezialist? Ich will ihn eine Schnibber demnächst wieder einsetzen. Moment. Ist nicht doch. Genau, der ist auch erschüttert. Sie ist erschüttert. Beide Sniper sind erschüttert. Gut, bis auf den. Aber. Ja, gut, das kann ich vorm Kampf machen. Dann weiß ich genau, wen ich einsetze und so weiter. Genau, Advent-Betäubungslanzenträger erforschen wir gerade. Gut, ja, genug Quatsch, genug rumgeguckt. Ich gehe mal ein bisschen scannen. Was brauchen wir? Wissenschaftler können wir gebrauchen. Schneller heilen können wir gebrauchen. Rekruten könnten wir gebrauchen. Aus Afrika könnten wir Kontakt herstellen. Das mache ich mal. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Das Westeuropa bringt plus 70. Ich nehme das. Ich nehme Westeuropa. Achso, kann ich nicht. Ja, gut. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Gegens Headset gekommen. Commander, wir haben gerade erfahren, dass der Widerstand eine Advent-Nachschublinie angegriffen hat. Dies gibt uns die Chance, wertvolle Materialien zu bergen, wenn wir zuvor die Alien-Einheiten vor Ort ausschalten. Das ist ein Einsatz. Überfälle den Adventzug. Mach ich das einfach mal. Auf Sektor 11. Westafrika. Jo, mach das. So, wen haben wir denn hier? Wir haben einen Scharfschütz, einen Grenadier, einen Ranger und einen Spezialisten. Ist das erschüttert? Ne, das ist der Scharfschütze. Ja, den muss ich auch einsetzen, unbedingt. Die Kampfsimulation geht nicht. Bearbeiten. Das mal weg. Fahrtschmodus. In die Waffe. Waffenverbesserung. Der Soldat verschießt eine Chance von 10% des Erschöpfens in der Aktion. Aktiven Runde keine. Aktion kostet. Nehme ich mal. Ja. Gucken wir mal, was wir hier verbessern können. Scharfstecher. Ja, den nehmen wir auch hier. 5% ist wenig, aber besser als nichts. Rüstung 2 mache ich mal.
Ja, los. Los geht's. Die Jungs auch mal ein bisschen. Sky Ranger, grünes Licht für Teameinsatz. Bisschen individualisieren können. So. Mann. Aufklärungsberichten zufolge wurde in diesem Gebiet ein Advent-Zug vom Widerstand lahmgelegt und die Aliens konnten ihn noch nicht wegschaffen. Wir gehen rein und bergen jegliches brauchbare Material und Technologie. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie das Gebiet. Ja, was für ein toller Titel mal wieder. Name der Operation meinte ich. Dunkler Reich. Aber gut, ich bin halt super interessiert. Menace 1-5, Koordinaten des Advent-Zugs sind eingegeben. Ausrücken zum Sichern, alle Feinde ausschalten. Vermeide es, wichtige Vorräte zu zerstören. Der Schnipper, kann er irgendwo rauf? Erhöhte Position wäre echt praktisch. Nein, kann er nicht. Ich lasse ihn erst einmal da stehen. Da sie uns noch nicht entdeckt haben. Was ist das denn? Tür? Nee, eine Mauer. Wir bewegen das mal schrittweise. Bis dahin. Und dann dahin. So. Ja, ich frag mich, wo die sind. Der, die das Kanonenmann, Frau. Position bestätigt. Mann, okay. Da mal hin. Brücke aus. Da ist auch nichts scheinbar. Da mal hin. Bin dabei. Und mein Schnibber. Distanzschutz. Verborgen. Feuerschutz. Da sind sie. Oh. Ohne die Zufuhr menschlicher DNA zeigen diese einst als dünner Mann getarnten Kreaturen nun ihre wahre Form, die einer reinen Reptilienspezies. Da sich die Aliens nicht mehr verstecken müssen, brauchen sie keine Infiltrationseinheit mehr. Tickle sieht... Wen sieht er überhaupt? Gut, ja... Bin schon dabei. Wir müssen mal dahin. Ja, als dünne Mann getarnten Schlangen, genau. Das war früher, weil man die Schlangenmenschen noch nicht einbauen wollte, glaube ich. Und deswegen hat man einfach den dünnen Mann genommen und denen ähnliche Fähigkeit gegeben. Bin unterwegs. Zumindest was die Wirklichkeit angeht. Ich meine, so war das. Stehen zwei? Nö, ja, doch. So, das Schnibber, da bleibt stehen und obwohl muss ich noch weiter bewegen. Dahin. Rücke aus. Jetzt kann ich natürlich nur Pistolen geben, aber ich mach nichts. So. Sie bleibt mal auf. Oder er bleibt mal auf Feuerschutz. Bitte Feuerschutz. Er sieht beide. Sieht er auch beide? Ja. Bestätigt. Arthur Wallace dahin. Er sieht keinen. Ich bleibe aber mal auf Feuerschutz. Ich bin mal vorsichtig. Bitte Feuerschutz. Ich sehe auch aktuell nichts in Sachen.
deswegen war es einfach da. Position bestätigt. Bestätigt. Überwachung läuft. Zeitlimit oder so, also wir haben Zeit. So, ist das verstanden? Halte die Augen offen. Und mir entgeht nichts. Er bleibt auch mal auf Feuerschutz. So, die bewegen sich weg. Also können wir näher ranrücken. Ja, ich lasse mir mal wieder Zeit. Ist mir immer 10-mal lieber als. Wechsle Position. Genau, das ist okay. Essenpfeile. Ja, bleiben wir mal feiern. Mir entgeht nichts. Bin schon unterwegs. Nein. Hilfsprotokoll. Noch nicht. Mir entgeht nichts. Und bin dabei. Da fahren wir noch nicht so hin. So, ich will nähere mich dahin. Der Zielposition. Natürlich alles ein bisschen dicht zusammen, aber was soll es? Feuerschutz! So. Ja, wir lassen uns Zeit. Vielleicht ein bisschen viel, aber lieber übervorsichtig als nachher und so. Natürlich sehr offenes Gelände, nicht viel Deckung. Er muss mal da. Verstanden. Brücke ab. Er sieht Weide. Ah, und eine Kanone oben. Die müssen wir auch weghauen. Rücke zur Zielposition vor. Bestätigt. Ja. Überwachung läuft. Okay. Moment, ich wollte mal gucken, was sie sieht. Die FIFA. Sehen alle was, ne? Feuerschutz. Ja. Scanne Gebiet. Viking. Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Und jetzt. Ja. Jetzt triff auch mal. Das. Leichtverbindung ist gut. Nee, das ist mir noch zu niedrig. Ich hätte eigentlich mal so ein Zielfernrohr auf die Waffen machen müssen. Sehr gut! Ziel eliminiert! Sie haben uns entdeckt! Schaden weg. Sehr gut. Okay, einen habe ich erwischt. Daneben. Stehe hier unter Beschuss? Ja, das sehe ich.
So. Distanzschutz. Schuss. Muss ich machen. Daneben. Ah, Mist. Das war nichts. So, Arthur Wallace hat, glaube ich, dieses. Genau. Also bewegt er sich erst ein bisschen näher ran. Ach, ich gehe schon. Naja, heul nicht so rum. So. Waffe abfeuern. Ja. Sehr gut, kritisch. Feuerschutz entfernt. 7 Schaden. Zufrieden? Oh, gut gemacht. Ja, super. Und Else Klein kriegt einen Aufstieg, ja. So, ja, genau. So, die Deckung ist weg. Ticke, Jonas Krause. Er muss nach vorne. Bin schon dabei. Und Else Klein. Auch mal nach vorne. Los geht's. So. Hat sich immer noch keinen Aufstieg verdient. Das macht aber nichts. Was ist überhaupt das Ziel? Sehe ich nicht. Vermeide es. Neutralisiere alle feindlichen Ziele. Alles klar. Ganz relativ simpel. Da will ich hin. Okay, so. Bin unterwegs. Sie sieht nichts. Gut, ich positioniere mal meine Soldaten und dann. Hier will ich auch einen hinhaben. Sie bleibt mal auf Feuerschutz. Bin dabei. Noch nicht. Erstmal hier hin. Ist das auch sicher? Ja, das frage ich mich auch gerade. Haben es mit Advent zu tun. Genau das habe ich erwartet. So, Tickel könnte schießen. Er kann 2 sehen. Betäubungslanzenträger. Den könnte er sofort killen. Oh, die Trefferrate. Was ist denn das für eine beschissene Trefferrate? Moment. Nee, da will ich nichts zerstören. Bringen wir mal da. Kein Problem. Mach was draus. Oder auch nicht. Muss besser zielen. Ja, da hast du völlig recht. Brauche Munition. Ja, und du brauchst auch Munition. Mann. Ticke. Kommt sie da ran? Hallo? Ticke. Jonas Krause. Ach, scheiße, er hat schon. Er kann nochmal schießen.
Ah ja, richtig, man braucht keine Aktion. Guten Morgen. Ja, denn... Prozent, das ist auch einmal weniger. Egal. Das war schon mal gar nicht mal so schlecht. Brauche Munition! Ja, ihr braucht alle Munition. Ah, 27%. Versuchen. Bam! Schön! Ziel neutralisiert! Reaktivität. Jetzt wird's lustig. Daneben! Stehe hier unter Beschuss! Genau. Oh! Drei Schaden, sehr gut. Und nu? Hakt's wieder. Daneben. Achso, er hat verfehlt. Auch gut. Gut, dann würde ich sagen, mach ich mal hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich speichere gleich nochmal ab die Mission und ich verabschiede mich schon mal bis gleich mit einem bis denn dann.